dass das Feld hier noch heil ist, aber wir haben Pech gehabt, insofern, dass uns der Creeper hier wieder ein Loch reingerissen hat. Wir haben zwei Schallplatten. Eine davon ist unbrauchbar, die andere ist cool. Wenn irgendjemand mit meiner Let's Play wird hier gemeinsam auf dem Server spielen würde, dann, wenn ich es hinbekomme, daraus hier einen Server zu machen aus der ganzen Welt, dann bekommt eine Schallplatte von mir geschenkt. Nämlich die Chirp-Schallplatte, weil ich die ja schon einmal habe. Ne? Wenn irgendjemand mit mir hier auf dem Server gemeinsam spielen will, ich weiß, dass mein einer Abonnent, ne, den ich schon erwähnt habe, der würde das gerne machen, glaube ich. Und wenn du dann mal mit mir auf dem Server spielst, bekommst du diese Schallplatte. Auch das noch. Slimes. Die will man noch mitnehmen. Wir werden irgendwann mal Sticky Pistons brauchen, deswegen, ne, nur mal so zur Vorbereitung. Und nach einer Stunde 16 merkt man auch schon, wie sich die Stimme langsam, aber sicher ein bisschen rau anfühlt und kratzig. Und wie der Stimmbelag langsam größer wird, aber ich nehme trotzdem weiter auf, weil ich einfach extrem Bock gerade habe. Und weil ich sonst keine Folgen mehr habe. Also eigentlich beides. Wolle haben wir wirklich jetzt so viel und wir wurden beschossen, aber es macht nichts. Sonst klaue ich mir einfach mal kurz Erde. Ist ja kein... habe ich keinen Schmerz mit. Die Blume kommt jetzt weg, die schmeiße ich mal eben weg. Sind wir sie elegant losgeworden. Gut gemacht. Ja, von hier kann man doch mal Erde klauen. Dann tun wir noch gleichzeitig was für die Umwelt. Ist doch wunderbar. Super. Nächster Kanal. Also die Jungs habe ich jetzt schon erwähnt. Machen halt, ne, Kommentare, Kommentiershow und öfter mal Vergleiche. Ne? Cola versus Fanta oder sowas zum Beispiel. Kennt ihr ja alle. Das reicht nie im Leben aus, aber egal. Nächster Kanal ist die Super Homies. Kennt ihr bestimmt auch alle. Gronkh und Sarazar auf Reisen. Da kam jetzt heute wieder ein Video. Nämlich die Super Homies in Thailand. Und da sieht man mal, wie es einfach so ist, wenn Gronkh und Sarazar auf Tour sind. Da wird man ja glatt neidisch, ne? Würde ich jetzt auch gerne hin. Im Sommer, Sonne. Oh Mann, wie gern würde ich jetzt da sein. Aber ich mache mir nichts draus. In 2 Wochen bin ich bei 35 Grad im Schatten und chille mein Leben. Ja, deswegen kommen auch keine Videos dann in den nächsten... Also in 2 Wochen kommen halt keine Videos für 3 Wochen lang. Also 3 Wochen lang. Ab dem 22. Juni kommen erstmal keine Videos mehr. Bis zum 15. Nee, bis zum... Doch, bis zum 15. Juli, glaube ich. Fast einen Monat. Aber dazu kommt noch ein Ankündigungsvideo auf meinem Kanal. Ich werde einen Tag vorher, bevor ich in Urlaub fliege, dieses Video machen. Nee, Moment, das Video habe ich ja schon gestern gemacht. Ich bin ja so dumm. Ich werde es einfach hochladen dann und dann werdet ihr ja Bescheid wissen, was so gerade abläuft, ne? Mann, da verpassen wir ja allerhand Videos. Also, ihr. Boah, ist das doof. Das sind ja, Moment. 48 Videos werden ja nicht hochgeladen. Alter, wie viel produziere ich eigentlich? Ist mir gerade mal aufgefallen. Viel zu viel. Und ich würde mal sagen, wir probieren irgendwann mal auch unsere Schallplatte aus, die wir gewonnen haben. Aber dass wir genau die gleiche Schallplatte einfach normal bekommen, das ist so doof. Luxusprobleme, First World Problems. Ich meine, wir haben doch alle mal First World Problems. Die kennen wir doch alle. Wenn wir mal aus Versehen den Internet Explorer aufmachen, ne? Statt dem Mozilla Firefox oder Google Chrome. Und dann ist auch wirklich Holland in Not. Gehört der Song nicht irgendwie in die Nacht-Playlist? Der gehört doch in die Höhlen-Playlist. Alter, den packe ich sofort in die Höhlen-Playlist nach der Aufnahme. Das geht ja gar nicht. Der ist super für die Höhle geeignet. Ja. Der kommt in die Höhlen-Playlist, ganz klar. Dann wird er durch einen anderen Song ersetzt, denn die Playlist muss einfach 3 Stunden lang sein. Immer. Boah, meine Stimme ist einfach schon so kaputt. So, und wo wir auch gerade schon wieder von First World Problems reden. Ihr kennt doch sicherlich alle diese ganz tollen Zusatzprogramme, die man sich manchmal aus Versehen installiert, wenn man Programme downloadet. Sowas wie zum Beispiel eine Toolbar im Browser. Wer kennt sie nicht? Wer hasst sie nicht alles? Und ich habe gerade mal wieder so eine richtig tolle Toolbar von dem Sprachtool Babylon zum 5. Mal oder so schon auf dem PC. Ich mache heute den Mozilla Firefox auf, sehe sofort, Startseite ist
Delta Search. Ich denke mir so, WTF. Was ist das denn? Nee, Delta Search ist, glaube ich, beim... Noch schlimmer, bei Google Chrome ist die Startseite irgendwie jetzt auf einmal Delta Search, eine richtig grottige Suchmaschine. Und bei Mozilla Firefox habe ich jetzt so eine hässliche Toolbar von Babylon. Ey, da kriegt man doch glatt das Kotzen. Da kann man auch echt gleich wieder ausrasten. Was ist das für eine Scheiße? Toolbars sind so ziemlich die nervigsten Zusatzprogramme, die es überhaupt gibt. Ich meine, wer will sie haben? Keiner braucht sie. Wirklich. Der größte Müll. Echt. Boah, 59 Pfeile. Gut gesammelt. Schallplatte kommt in die wertvolle Kiste, glaube ich. Gammelfleisch. Können wir mal einfach mal essen? Monsterkiste. Monsterkiste. Jupp. Und der erste Stack ist auch schon voll mit Slime. Wie selten sie doch mal waren. So, davon auch. Auch ein. Oh, auch schon ein Stack von Faden voll. Die Stacks werden langsam wirklich gefüllt. Nett, nett, nett. Ja, der Song ist nicht für die Tag-Playlist. Was habe ich da reingetan? Ey, war ich gerade irgendwie komplett auf Drogen oder warum habe ich den da reingetan? Up, da. Und ein Stack davon haben wir auch schon. Oh, 19, 12, 13,9 Stacks haben wir jetzt. Ja. Und zusammen mit dem Höhlensound eben ist natürlich eine ganz tolle Sache. Ey, wisst ihr was? Das reicht mir jetzt. Ich nehme jetzt die Bögen mit und repariere die. Also die können so bleiben. Da mache ich einmal den hier und den hier. Der ist heil. Der kann eigentlich so bleiben, wie er ist. Nehme die Bögen jetzt alle mit und repariere die. Das reicht mir jetzt. Ich muss aber effizient denken. Ich muss effizient denken. Der mit dem. Ja, der ist voll. Gut. Dann der mit dem, glaube ich. Ja, das passt gut. Ja, gut. Haben wir dann ganz komplett heilen Bogen. Super. Ja, das hat jetzt echt vollgebracht. Aber dann haben wir weniger Bögen und weniger Stress. Jetzt haben wir nämlich zumindest zwei komplett heile Bögen, einen zu 99% heilen Bogen und einen fast komplett kaputten Bogen. Nein, der Song ist überhaupt nicht irgendwie beunruhigend oder so. Nein, das ist Tag-Playlist, genau. Echt, ey. Das geht so nicht. Das ändere ich sofort nach dem Video, nach der Aufnahme. Und dann können wir eigentlich mal die wertvolle Kiste hier angehen und dann einfach mal die Schallplatten hier reintun. Wir haben jetzt den Soundtrack Ward. Moment mal. Ich glaube, Ward war der gruseligste Soundtrack von Minecraft überhaupt. Ich mach mal kurz die Playlist aus und tu den mal rein. Genau, Ward war, glaube ich, dieser etwas beunruhigendere Soundtrack, der auch bei der Map Wrath of the Fallen verwendet wird. Und? Ja, das ist er. Ist das nicht einfach charmant? Toller Soundtrack, nicht wahr? Tada! Wahnsinn. Toller Soundtrack einfach. Richtig cool. Und ohne die Playlist ist es irgendwie total langweilig. Kann man die nicht stapeln? Nö. Chirp. Zweimal. Wir haben jetzt drei Schallplatten. Wir müssen das öfter machen. Wir müssen gezielt die Creeper auf die die Skelette auf die Creeper schießen lassen. So, wieder Leben ins Minecraft-Let's Play bringen. Ich könnte jetzt irgendwie schon nicht mehr ohne die Playlist spielen, finde ich. Ich habe mich so dran gewöhnt schon. Holz bringe ich nochmal kurz weg. Und wir waren wieder null effizient. Wir haben immer noch keine Kühe. Doof. Wir können auch... Oh nein, ich habe schon wieder vergessen, über die ganzen YouTuber zu reden. Da kommen natürlich noch... Nächster Kanal ist Digges Ding. Müsste eigentlich auch bekannt sein, wenn man Pong kennt. Digges Ding machen auch Rap-Battles. Sehr professionell. Sind aber erst seit kurzem dabei, also noch nicht so lange. Das ist... Die machen gute Videos. Sehr schön machen die. Gar nicht schlecht. Nächster Kanal ist... Dimawesome. Also Dima... er heißt Dima und hat mit dem Wort Awesome ein Wortspiel gemacht. Deem Awesome. Er macht Vlogs. Kleine, aber feine Vlogs und ist relativ unbekannt. Ein paar hundert Abonnenten hat er. Ne, mittlerweile müsste er 1000 haben. Ungefähr. Ungefähr, sag ich jetzt mal. Wird's dunkel? Ja, perfekt. Dann können wir gleich mal schlafen gehen. Das Bett nehmen wir mit. Sind auf jeden Fall schon mal ein paar Stacks Wolle. Komm schon.
Wir haben jetzt 14 Stacks Wolle, ne? Das ist doch super. Also 14 Stacks Wolle ist schon mal ein gutes Startkapital, aber um das Haus fertig zu bauen, brauchen wir bestimmt 50 Stacks. Oder 100 Stacks. Also je nachdem, wie groß das Haus werden soll. Wir brauchen da doch schon einiges. Und ich renne hier gerade sinnlos rum, weil ich warte, dass die Nacht anbricht. Dankeschön. Moment mal. One Waypoint's loaded. Wo habe ich denn schon meinen Waypoint gesetzt? Hä? Ach so, da habe ich schon Waypoint gesetzt. Ach, cool. Das ist halt der unser Haus, weil ich das nicht mal nicht wiederfinde. Aber brauchen wir gerade nicht. Also wenn wir einfach unser Haus nicht wiederfinden, einfach den Waypoint einschalten und gut ist. So. Und wenn wir schon hier keine Kühe finden, dann müssen wir irgendwo anders hingehen. Das geht nicht. Ich will jetzt auch nicht von irgendwoher importieren, von wo ich überhaupt nicht mehr nach Hause finde. Oder besser gesagt, so lange brauche, um nach Hause zu kommen, weil das auch irgendwie doof ist, finde ich. Wenn man irgendwie 30 Jahre nach Hause braucht, das ist doof. Ich gehe mal wieder auf Weltreise, aber ich muss irgendwo anders hingehen. In der Richtung waren wir schon. Ich habe eine sehr gute Idee. Wir waren ja neulich auf Bootstour in Folge 85. Und da haben wir dann gesehen, dass es da noch einige Berge gibt. Einige Berglandschaften. Und da fahren wir mal hin. Und ihr könnt auch gerade oben in der Minimap sehen, wie die Gebiete von oben aus der Vogelperspektive aussehen. Finde ich ganz cool. Funky DJ Mix hier. Cool. Also im Schneegebiet werden wir, glaube ich, nicht so wirklich viele Kühe finden, auch wenn es da manchmal welche gibt. Also ist nicht ganz ausgeschlossen. Es könnten welche vorkommen, unter Umständen. Ich fahre mal so ein bisschen rum hier. Ja, finden wir wieder. Ach, der Dschungel. Ich guck mal hier, ob hier irgendwo Kühe sind. Wenn nicht, dann ist gut. Wenn nicht, ja, wenn doch, dann ist halt auch gut. Dann ist es ganz besonders gut. Und das Tolle an der Minimap ist halt, wenn man auch in der Höhle ist, dann schaltet sie automatisch auf Höhlenmodus um. Dann sieht man, welche Höhlen gerade in der Nähe sind. Ziemlich praktisch. Und nein, es ist kein Cheating. Schafe sind die auf jeden Fall, obwohl die im Wald eigentlich überhaupt nichts zu suchen haben. Im Schneewald. Wohlgemerkt. Höhle? Nö, doch nicht. Schade. Oder? Doch! Na, wenn wir nicht mehr nach Hause finden, einfach Waypoint einschalten und gut ist. Haben wir ja schon gesetzt. Das heißt, wir müssen den Waypoint jetzt einfach nur noch aktivieren und dann können wir nach Hause finden. Sehr, sehr cool. Und nein, ich wollte noch nicht in der Höhle gehen. Wir waren gerade erst in der Höhle drin. Na okay, ist schon etwas länger her eigentlich, wenn ich da so drüber nachdenke. Sind hier auch irgendwo Kühe? Manchmal sind nämlich Kühe hier eingeschlossen. Das wäre so cool, wenn wir jetzt im Dschungel Kühe finden würden. Das wäre so die Ironie des Schicksals. Nee, ich glaube eher nicht. Da können wir es auch dumm und dämlich suchen. Hier werden wir niemals welche finden. Im Sumpf können wir eventuell welche finden. Das ist nicht ganz sicher. Auch ein schönes Gebiet. Ist ja nicht schlecht, finde ich. Und wenn es Nacht wird, dann haben wir halt ein Problem. Dann müssen wir nach Hause irgendwie uns durchkämpfen. Aber naja. Ist halt auch so eine kleine Weltreise ein bisschen. Und der Kompass ist dann auch relativ nutzlos. Oh, Eisen. So schnell wird man abgelenkt. Denn das kann man sich dann doch mal mitnehmen. Wenn man gerade hier mal Eisen sieht, dann nimmt man sich doch mit. Und das Gute ist, wenn wir jetzt mal irgendeine interessante Höhle finden und wissen, oh Mann, wie finden wir denn irgendwann wieder hier hin, weil die Höhle ist interessant und ist noch so weit nach Hause, wie finde ich denn hier wieder hin? Kein Problem, Waypoint setzen, Sorgen vergessen. Oh oh, es wird langsam dunkel. Na gut, wir haben noch ein bisschen Zeit. Langsam dunkel, wollte ich sagen, aber nein. Wir waren ja auch schon mal in dem Sumpf, glaube ich, bei unserer letzten Weltreise. Da ist nämlich die Wüste und die kennen wir ja schon. So. Irgendwo hier? Nein, hier ist wirklich nichts außer Hühner. Und der nächste Kanal, ganz wichtig. Ja, genau, Team Awesome habe ich ja kurz erklärt. Vlogs und ein bisschen. Na, Gerede auch über Julians Block Battle. Oh, da ist Festland. Super. Hin da. Ein relativ kleiner YouTuber ist halt auch.